Oh mein Gott! Was macht der hier? Der ist weg von der Base! Na gut. Dein Kumpel ist ja mindestens korrekt und debuggt mit seinem ganzen Körper im Stein fest. Du aber nicht! Ciao, Großer! Du beschützt uns nicht! Oh, geiler Schwanz! Das kommt vor's Intro Splasher, ich nehm schon auf, ne? Hey, ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ark Trophy Hunter! Hi! Das Leute, da hast du wieder einen eingehandelt. Mit Karl-Heinz. Mit Karl-Heinz und, oh Mann. Dem anderen Dulli, dessen Namen wir nie kennenlernen. Scheiße. Ich mach jetzt Narkomittel. Narkomittel? Du meinst Narkosemittel? Ach, du hast schon Mortal-Gedöns hier. Okay, sehr schön. Leute, wir haben ein bisschen offs. Nein, warte. Timer starten. So, gestartet. Hey Leute, wie hab ich das denn jetzt Ich hab eins im Inventar. Okay, ich hab den Timer gestartet, ne Splasher, das ist schon richtig nice heute. wir haben ein bisschen. Endlich. Wir haben ein bisschen offscreen gefahren. Und ich habe irgendwie drei. Oh. Ne, nicht 43, sondern 48 Foundations sogar. Die nehme ich mir mal alle in die Hotbar unten. Oh. Kann ich noch laufen? Weißt du was? Splash, hilf mir, ich bin zu schwer! Das ganze Gewicht des Hauses lastet auf mir. Ich werf mal Dreck weg, warte. Nee. Nee, ich kann mal auf die Kiste zugreifen und mal das ganze Zeug hier reinschmeißen, wenn ich brauche. Ui, das habe ich ja auch gecraftet, sehr schön. Was kann ich denn alles craften? Da kann ich das nicht anders Wir brauchen echt dringend eine Workbench. Wo kann man eine Workbench craften? Eine Workbench? Das brauchen wir noch nicht. Nee, wann kann man die craften? Die kann man, glaube ich, mit Level 25 oder so craften. Oder mit 20. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die ganze Kacke nicht auswendig. So. Jetzt sollte ich. Ich gucke jetzt ab Level. Okay, es geht langsam. Level 25. Achso, da sind die Foundations. Ich dachte mir schon, wo sind die Foundations? Da sind die Foundations. Ich würde mal sagen, wir vergrößern das einfach mal. Ja, die Wand bleibt, ja. Hier vorne, müssen wir einmal vergrößern. Nach vorne. Ja, da muss ich nachher ein Dach machen. Man kann nur Dächer ranbauen quasi. Also so ein zweite Etage-Dings. Eine Foundation kann ich da nicht ranbauen. Ah, so ein Schwebedach. Ja. Machen wir noch. Wir haben noch genug Holz. Aber ich würde sagen, hier machen wir erstmal das Foundation-Ding, was wir hier haben. Das wird eine Terrasse. Das wird so ein Balkon quasi, wo wir hier rausgehen können. Und dann wird die Wand hier rumgezogen um das Teil hier. Und dann vergrößere ich das einfach mal. Rayon, ich habe rausgefunden, wieso das nicht ging. Wieso? Hier ist echt ein Death Point. Ein Death Point? Was ist ein Death Point? Ja, hier sollte eigentlich etwas sein. Hier sollte eine Höhle sein und in einer Höhle, vor einer Höhle sollte man nicht bauen können. Ich weiß auch nicht. So. Wo ist hier eine Höhle? Hier sollte angeblich eine Höhle sein, aber bei uns ist es viel. Splasher! Die Fackel! Ich kann da nicht bauen. Ja, Rippfackel. Ja, Rippfackel. Ripp sie mal weg, bitte, danke. So. Ist ja mein Eigentum, ich kann ja nur weg. Kannst du wieder rausgehen aus der Foundation? Oder spring einfach mal. Versuch mal zu springen, ob ich sie unter dir platzieren kann. Du musst höher springen, das reicht doch nicht. Ich bin zu klein. Ja! Oh. Skill! Nice, sehr schön. Oh. Oh, scheiße, hier ist der Boden zu hoch. Scheiße. Kann ich sie wenigstens dran setzen? Hier ist der Boden schon zu hoch. Scheiße, hier. Kann ich denn mindestens etwas bauen? Nee, du kannst nichts bauen, Splasher. Was? Nee, ich wollte ja mal kann gucken. Kann ich da was dran setzen? Okay, dann müssen wir da drin anders arbeiten. Du Fasern? Ja, da sind. Nee, das ist Holz. Das erkenne ich schon. Da ist mein einfaches Bett. Du hast den Lederschlaf. Die kann ich wieder nichts dran bauen. Mann, hier ist die Ebene zu eben. Was? Splasher, what the fuck? Was stimmt heute nicht mit dir? Splasher, du musst wieder Rippfackel machen, bitte. Oh nein. Ich crafte wie viele neue? Splasher Rippfackel! Splasher Rippfackel! Schnell! Hier ist ein Loch, das ist unbelievable! Ja, ich crafte jetzt hier gerade noch zwei neue. Splasher, kannst du bitte, bevor du craftest, Rippfackel machen? Welche andere Richtung, hier, wo ich bin! Hier! Scheiße, was hab ich gemacht? Hä? Kannst du mal wieder wegmachen? Fackel weg. Ah, das ist fein. So. Oh Leute, jetzt kriegen wir nie die Items. Kann ich denn hier unten auch eine Foundation? Wenn ich jetzt hier eine Foundation unten dran platziere und dann auf der Foundation der Foundation. Kann ich auf einer Foundation der Foundation bauen? Jein, wegen dieser minimalen Größe. Ich muss doch mal gucken. Nein. Die Foundation kann man wegmachen, okay, alles klar. Ja, aber hier kann man gucken, hier kann man so. La! Oh ja, das könnte unser Eingang sein. Könnte man rein theoretisch machen, dann könnten wir hier. Und hier ist das ein Zimmer übrigens auch eine richtig. Hey Splash, das wäre übrigens auch eine richtig geile Idee. Was?
Das ist so ein Airdrop. Dass wir so eine Art höheres Haus bauen, so eine Art Stelzenhaus. So eine Art Stelzenhaus bauen, das ist auch eine richtig geile Idee. Oh ja. Ich finde, es sollte mehr hier Opfertiere geben und nicht so eins, zwei. Wie kann man Dinge verwerten? Aber wenn man wirklich ein Stelzenhaus baut, dann ist das hier, was wir hier gebaut haben, ein bisschen doof. Warte mal. Hier bräuchte ich noch einen Komposthaufen. Wie lange dauert ein Komposthaufen? Kommt das darauf an, was du reinmachst. Wenn du Scheiße reinmachst. Große Kacke. Große Kacke. Die dauert. Musst du reinmachen, dann siehst du es ja. 24 Tage. Was? What? 24 Tage? Sie ist schon zwei Tage drin. Sie ist schon zwei Tage drin. Geht ja voran. Aber wir sagen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Kann ich das wegmachen, bitte? Hier? So. Du bist mein Fackelträger, übrigens. Nein. Ja, hold to activate! Hold to activate! Hä, why? Weil Baum. Ah ja, wir haben etwas gefunden, das kann ich und Rayon gleich zeigen. Und dann haben wir ein XP-Booster gekriegt und das gibt's 150 Mal. Was? Auf diesen, ach so! Dieser XP-Booster. Können wir das? Wie kann ich denn das zeigen? Das ist doch nicht mehr aktiv. Splash. Nein, wir können das zeigen, wo wir das gefunden haben. Können wir ja zeigen. So meinst du das? Ach so. Das sah voll geil aus. Das gibt's auch auf einfach Custom-Maps und so. Aber es spawnt alles nicht am selben Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt auf dieser Map wieder herkommen würden und da wieder hinkommen, wir haben ein Problem. Was denn? What's the problem? Ich hab noch 22 Foundation und weiß nicht, was ich damit machen soll. So, Rayon. Du bist ein Problemkind. Ja, danke. Ja, da müssen wir jetzt eine zweite Etage bauen, hab ich dir gesagt. Ja, aber in der zweiten Etage kann ich keine Foundations bauen. Das bringt da nichts. Foundation steht immer am Boden. Ah, scheiße. Wir könnten jetzt 22 Foundations irgendwo hinbauen und abreißen. Dann kriegen wir das Holz zurück. Oder wir sparen einfach die Foundations für andere Projekte. Wir könnten hier so ein Lager irgendwo bauen. Und ach, wollen wir das Wohnhaus und das Lager getrennt machen, Splash? Das wäre eine Idee. Dann könnten wir hier quasi unser Wohnhaus haben mit Ausblick auf das Dino-Gehege runter und hier hinten so schräg quer ein Lagerhaus vor dem Wald. Das wäre ganz nice. Ja, aber vor dem Wald, du weißt, was mich da angegriffen hat. Und dann da drüben. Ja, da würde ich dann mal angefangen. Raptoren oder so. Hier ist aber normalerweise nichts, oder? Hier ist auch eine schöne ebene Fläche. Nee, aber wenn wir jetzt dahin gehen würden, wo dieser eine langen Hals. Oh, beide langen Halse gehen dahin. Ich habe letztens etwas rausgefunden. Wenn wir da runtergehen, sind wir beide am Arsch. Warum? Egal mit welcher Ausrüstung. Habe ich das noch nicht gesehen? Da sind diese T-Rex mit Hörnern. 20 Stück oder so. Kanos. 20 Stück? 20 Kanotauren? Ich habe mehrere gesehen. Ich konnte nicht zählen. Aber ich habe nur grob geschätzt 20 Stück gesagt, ja. Alter, man muss mehr ja nicht mal springen. Man kann ja einfach hochlaufen. So geil ist die Treppe. Ja. Ist ja schon geil. Und hier ist es so richtig hoch, dass man nicht hochkommt. Lifehack. Nicht mal mit Springen kommt man doch nicht hoch. Guck mal, ich kann. Ja, zeig mir. Das ist ja heftig, Splash, also. Nee, guck mal. Alter, was? Ja, ich bin geil. Was? Okay, dann machen wir hinten. Wollen wir das Haus so ein bisschen quer machen, dass wir ein bisschen so Raumdynamik reinkriegen, oder wollen wir es gerade machen? Ich würde sagen, so ein bisschen quer, ich oder? Ich muss gerade etwas das gucken. Das so muss. Wie viele Fasern hast du noch? In der Kiste. Und ich habe noch 191 dabei. In der Kiste ist eine Faser. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mir hier erst. Kann ich jetzt hier einfach mal die Foundations placen oder suchen wir uns. Mittelkacker. Okay. Ich glaube, ich kann hier einfach mal die Foundations hinhauen, oder? Ist kein Problem. Splasher, was meinst du? Berate mich. Soll ich das so ein bisschen quer Lager hinstellen, das Haus? Soll das ein bisschen Raumdynamik reinkriegen oder soll ich es auch gerade machen auf der Höhe? Oh, das braucht nur für uns. Nee. Hör mir halt nicht zu. Dauert 7 Tage, lol. Eine Woche. Okay, ich mache jetzt einen auf Raumdynamik, okay? Ja. Welches Tier müssen wir als erstes zähmen? Wegen wir haben ja halt noch gar kein Tier. Wir sind fast Level 30. What the fuck? Geil wäre beispielsweise ein Trike. Da kriegt man mega viele Bären für später zähmen. Splasher, hilf mir. Ich habe eine Foundation in mir platziert, die stecke fest. Splasher, Hilfe. Kann ich sie selbst abbauen? Du bist halt gar nicht bei mir in der. Du fahrst halt auf der bei mir. Nee, bei mir nicht. Ah, ja. So. Wie überall die Foundations placen, aber noch keine Wände irgendwo aufziehen. Finde ich gut.
Ja. Ach nee. Mir ein paar... ich schon wieder. Ich bin so unfähig. Ja, okay, ich baue sie ab, okay? Wegen... Nee. Ich brauchte die Fasern. Ja, ich auch. Ja, du musst mir ein paar gleich geben. Nee. Du hast eine Ecke vergessen. Wenn das dein letztes Stück war, ich lache dich aus. Nee, ich craft gerade neu. Nein, hier sind paar. Hier. Wo ist denn hier was? Hä? Hier musst du noch einen bauen. Ja, ich weiß. Ich bin noch lange nicht fertig. Das war halt Stress. Hab zu wenig. Epic. Heimbuck. Wo kann ich mein ganzes Fleisch wieder hinlegen? Ins Lagerfeuer am besten. Das, was wir nicht haben. Ne, wir brauchen eigentlich gar kein Fleisch wieder, wegen, du weißt ja schon. Doch, ich will Fleisch und Mull. Was Fleisch, ich hab noch was Geiles. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinstelle, wir machen hier sowieso die... Kannst du mir ein paar Fasern mindestens geben? Wegen... Ne, ich mache jetzt was ich anderes. Blöd. Ich wollte hier so eine, Dinge... Vor mir liegt's. Danke. Ich mach mir hier so ein paar Armli. Weißt was, du, was machst du? Diese, ich baue eins hin, wenn es dir nicht gefällt, selber Pech. Wenn es dir nicht gefällt, selber Pech. Ich kann zwei Stück davon craften, dann... Was denn? Von was? Geh mir aus dem Blick! Easy. Ah, nice! So? Ja, passt. Nice. Und das war's heute mit dieser Folge. LOL. Zwei nackte Männer am Runterspannen. Ja, geil. Und das hört sich so an, wenn du aufstehst, dass du einen geilen Gürtel aufmachst. Ah, oh, ich suche auch gerade zu. Okay, nee, das lassen wir. Ah, schön. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, dass wir quasi hier unten nur das Fundament haben quasi und dass wir dann hier so eine Leiter nach oben haben, dass wir so eine so eine hohe Base haben, so eine fliegende Base quasi. Wäre das geil? Ja, ich crafte jetzt gleich. Ich fände das lustig, ich fände das mega geil. Ey, Splasher, wollen wir einen Turm bauen? Wollen wir gucken, wie hoch das geht in dem Game? Wir brauchen diesen Grillofen noch. Ja, das machen wir alles noch, aber was sagst du zu meiner Idee? Hör mir doch einfach mal zu. Ja, ja, gut. Was hab ich denn gesagt überhaupt? Ne, Splasher 2 jemand? Ja, der Splasher ist der beste of the world. Nee, ehrlich, wollen wir nicht einen Turm bauen, gucken, wie hoch das geht in Arc? Das wäre nice. Oh, ja. Oh, guck mal, ein lilaner Strahl, Leute. Wie sich ablecken lassen, wollte ich gerade sagen. Ja, können wir echt machen. Aber unser Lagersystem halt, wegen unseres Primärhaus wird schon ein bisschen langweilig. Wieso wird das langweilig? Ja, da musst du mal so weiter hoch, da ist mein Schlafzimmer. Und ganz weit unten im Keller ist dein Schlafzimmer, kennen wir doch. Nee, ich krieg die Skyhack. Aha. Ah, da drüben ist das langweilige Lager, das ist der kleine Bungalow. Apropos Bungalow, wir brauchen Holz wieder mal. Scheiße! Was denn? Kann ich mir viele Pfeile wieder craften. Ah, fuck, was fehlt mir denn diesmal? Ah, oh, wieder Holz! Ich hasse Holz. Warum habe ich denn keine Fackel? Du kriegst jetzt gleich, du kriegst einen heftigen XP-Boost halt. Ich habe eben jetzt Level Up. Ich weiß auch nicht wieso. Ich geh mal wieder auf Gewicht. Ich bin jetzt übrigens Level. Ich weiß es gar nicht. Geil. Gucken wir einfach mal durch, was so logisch wäre. Betäubungspfeile. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Das muss jeder lernen. Oh, ein Kochtopf. Ach, das ging nicht letztes Mal bei Jeremy, wie er Farben herstellen wollte. Farben stellt man ja im Kochtopf her. Oh, stimmt. Genius, geil. Grabstein. Ja, okay, kann man machen. Kleines Beet. Können wir machen, wenn du ich will stirbst. Auf jeden Fall einen Garten haben. Mhm. Dann noch ein Fernrohr, ist mega geil. Dann ja, ein Holzkäfig, habe ich schon gelernt, brauche ich aber eigentlich nicht. Doch, wenn ein Privatspieler... Kriegstrommel, ein Set aus Kriegstrommeln, um jeden in der Nähe die Macht deiner Stimme hören zu lassen. Was? Klingt geil, aber reden. Was? Ah! Ach so, können wir ja so auch nicht. Strickleiter muss ich sowieso lernen. Hab ich das schon? Ach, Floß ich lerne ich erst später. Floß brauchen wir noch nicht. Steinpfeile auf jeden Fall.
Schrank auch auf jeden Fall. Bank auch auf jeden Fall. Warum kann ich keinen Bogen machen? Ich muss gerade das Lagerfeuer erlernen. Achso, ich muss erst eine Steinschleuder lernen. Ich glaube, Waffen machst ja du, stimmt. Okay, dann lass was, das. Was musst du erlernen? Waffen und Rüstung hast du gesagt, machst du, ne? Rüstung nicht. Waffen hauptsächlich. Ja, aber Rüstung kann auch. Ich jetzt auch machen, okay? Holzrampe. Dinosaurier-Torbogen. Oh, es geht schon. Holztafel brauche ich auch unbedingt. Ja, ich baue sehr gern, Leute. Wasserspeicher, ist auch geil. Steinwand brauchen wir auch später. Steinzaunfundament brauchen wir auch später. Kann ich auch noch nicht lernen, weil ich das Holzzaunfundament-Gedöns noch nicht gelernt habe. Dann lernen wir das auch vielleicht. Ja, ich habe irgendwie noch 128 EP-Points und deswegen vergebe ich das einfach mal. Und Komposthaufen hast du schon gelernt, ne? Was? Komposthaufen hast du schon gelernt, ne? Komposthaufen. Ja, hab ihn schon irgendwo da hinten platziert. Finde ich geil, dann kann man sich die Kacke Backmann sehen. Ich hoffe, der Bug ist dann endlich entfernt, dieser, du weißt schon. Futtertrog brauchen wir auf jeden Fall auch, damit die Dinos nicht sterben. Während wir unterwegs sind. Trophäensockel brauche ich dann, jetzt irgendwie noch dann nicht. Dann füttern sie sich eigentlich wohl, selber, richtig? So eine Thronhalle für alle unsere Trophäen, die wir in den Höhlen bekommen. Ich lerne den Trophäensockel. Ja, mach. Ach, hier ist der Schmelzofen. Hast du Schmelzofen schon gelernt? Ja, habe ich gerade echt gelernt. Okay, dann muss ich den nicht lernen. Schwaches Heilmittel braucht man eigentlich nicht. Trophäenwandhalter ist auch geil. Tötungspfeile mache ich mir einfach mal auch. Räucherkammer, wo ist eine Räucherkammer? Stein, what the fuck? Nutzt verbrennendes Zündpulver, um bei geringen Temperaturen Flüssigkeiten zu entziehen und Bakterien abzutöten. Erhöht die leicht verderbliche Ware die Zeit, bis sie verdirbt. Ach so, okay. Gibt es nicht auch einen Kühlschrank oder heißt das Räucherkammer? Gibt es nicht auch einen Kühlschrank? Ich lerne es einfach mal. Holzgehweg. Es gibt Gehwege. Holzfalltür. Ja. Holzfensterrahmen. Steintreppe. Nee, brauchen wir im Moment noch nicht. Ich glaube, wir werden sowieso trotzdem irgendwie aus Holz bauen, weil wir machen kein PvP, da braucht man den Weg Steine eigentlich nicht. Oder? Was? Eigentlich braucht man Stein gar nicht. Wir können eigentlich alles aus Holz bauen. Ja, finde ich auch. Wir machen ja kein PvP. Ja, stimmt. Aber wir brauchen Kanonen und so. Steintürrahmen müssen wir machen. Verstärkte Holztür will ich haben. Steindinotor. Ah, ich kann schon Metallsachen machen, Metallachsen, so was, das machst ja du. Werkbank kann ich lernen, ich kann Werkbank lernen. Habe ich schon lange. Jetzt hätte ich es fast gelernt, Splash. Ja. Belzebuffo-Sattel! Ich will einen Belzebuffo haben. Was ist ein Buffo? Ein Frosch. Ah, dieser Frosch. Ja, müssen wir einen aus dem Sumpfgebiet rauslocken, das weißt du das auch. Das kriegen wir hin. Easy. Kann ich mich noch bewegen? Pulmonoskorpio-Sattel! Oh! Was ist ein Pulvio-Sattel? Ein Skorpion. Kommst du mal bitte zu mir? Ja, ich bin gerade am Shoppen. I'm shopping. Balliste, ich kann eine Balliste lernen. Komm her. Wir müssen Dodo als erstes zählen. Komm los. Alter, wir bauen uns ein Kriegsboot mit der Balliste. Nee, eine Kanone ist zweimal besser. Boom. Ach komm. Ja, okay. Aber Splasher, wenn du der Rüstungsmacher bist, was ist eigentlich jetzt mit Kleidung? Ich kann mich nicht kann ich gleich machen. Wir haben 100, wir haben 200, insgesamt 300 Leder. Kommst du zu mir? Ich will diesen Dodo. Ich kann mich halt gar nicht bewegen, Rayon. Er spannt mich nur auf die Folter, komm. Ja, das mache ich gern. Ich mache einen Feuerstein und einen Stein, alles klar. Okay. Warte kurz. Rayon, hier, ich kann dir einen Feuerstein und einen Stein geben. Ich muss nur einmal draufhauen auf den Stein. Also... Glaube ich. Warte. Ich muss nur den Stein erwischen. Krieg's nicht hin. Hä? Was? Okay, dann zum nächsten Stein. Ich will da nicht runterlaufen. Da unten ist gefährlich. Ja, sehr gefährlich. Dann laufen wir da mal nicht runter. Warum kann ich den Stein nicht hitten? Nee, ehrlich, warum kann ich den Stein nicht hitten? Ist das ein Unbreakable Stone? Unbreakable Stone? Kann ich nicht hitten. So, Stein habe ich. Oh Mann, der Dodo ist jetzt weg. Scheiße. So, jetzt bin ich da, Splasher. kannst du das bitte in meine Kiste legen? Was denn? Das alles, was hier liegt? Nee, nur das Holz. Nee, das nehme ich und verwerte es gleich.
Horion, ich brauche das für das Teil, Für was? Den Schmelzofen. Für den Schmelzofen? Ja. Splasher? Und Fasern, kannst du mir Fasern geben? Ja komm, Splasher, ja komm. Keine Müdigkeit vortäuschen, Splasher. Mein Hund ist ja schon wieder am Schlafen. Finde ich gut. Guck auf den Timer. Ja, wir haben noch Zeit. 2 Minuten. Ich finde das geil, ich muss gar nicht springen. Timer. Ja, das ist eine geile Treppe, da haben wir gut hingekommen, ne? Packst du das bitte in die Kiste? Also das ist deine Kiste? Gucken. Ja. Frag nicht, du kannst jederzeit Fleisch rausnehmen, aber ich sammle das Fleisch für das vergammelte Fleisch. Ich habe 330 Fasern. Kannst du die Hälfte reinlegen, dann wäre das aber gut. 32. Fuck, weiß. Nee, okay. Nee, es fehlt nicht. Oh. Nein, genau die. Nein, du musst 40 geben. Du musst genau 40 geben. Nee, ich brauche keine 40. Ich hatte schon 8 Fasern drin. Du bist geil. Ein Dulli. Jetzt hab ich schon im Inventar halbiert, du Dulli. Was fehlt mir denn noch? Leder. So. Splasher? Oh, jetzt möchte ich mal gucken, wie viel XP ich krieg. Kommst du Splash? Oh. So Leute, ich würde sagen, das Fundament steht ja bereits. Das haben wir gut hinbekommen, würde ich sagen. Da drüben steht dann das Lager. Da müssen wir noch ein bisschen ausleuchten und so. Das Lager hier, die ganze Base, die wird richtig eskalieren. Ich weiß noch nicht, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, was euch lieber ist, wenn wir offscreen farmen oder wenn wir einen Zeitraffer machen. Jetzt habt ihr ja schon beides gesehen. In der ersten Folge gab es ja einen Zeitraffer und in der zweiten haben wir quasi nur gebaut, haben wir offscreen das gemacht. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, wie ihr das gerne haben wollt, was euch da lieber ist. Ich richte mal da ganz nach euch. Das ist überhaupt kein Problem, einen Zeitraffer zu machen. Das macht mir sogar eigentlich sogar Spaß. Rayon, dann kann ich nämlich Leute beschäftigen quasi. Ja, bitte was? Wo soll ich den Ofen hinpacken? Frage an dich. Hier an dieselbe Wand? Nee, hier draußen ist die Terrasse. Mach hinter die Wand. Das ist dann im Raum. Hier draußen ist ja die Terrasse machen. Das ist, schon im Raum, so. Das ist eigentlich schon geil, aber wir müssen das Holz drehen. Da bist du mir selbe, hast du dieselbe Stimme. Wegen das ja, das machen wir aus, noch, oder? das machen wir noch. Keine Sorge. Doch jetzt würde ich erstmal sagen, euer ganzes Feedback in die Kommis und gebt eine Bewertung ab. Und dann würde ich erstmal sagen, bis morgen 13 Uhr, Ark Trophy Hunt. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Splasher sagt nicht tschüss. Tschö.